Good afternoon, ladies and gentlemen. Today I would like to give answer for Pierre Vogel video. Schönen guten Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren. Heute möchte ich gerne auf das Video von Pierre Vogel über mich antworten. And also for this newspaper that he calling me mental sick man. Und auch über den Artikel, der im Darmstädter Echo geschrieben steht, in dem Pierre Vogel mich als geistesgestört bezeichnet. Watch this video first. Sehen Sie sich bitte zuerst dieses Video an. Es gibt eine Regel, die man bei Debatten beachten muss. Das ist, man macht keine öffentliche Widerlegung von jemandem mit Namen, wenn man ihn dadurch bekannt macht. Aber wenn der bekannt ist, ja, wenn diese Person bekannt ist, dann kann man ihn auch mit Namen nennen, weil ihn sowieso jeder kennt. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel irgendein XY kommt, ja, zum Beispiel, da ist jetzt irgend so ein Verrückter, der hat ein Buch geschrieben über den Propheten Mohammed, wo er den beschimpft. Als Beispiel. Und das ist auch nützlich für die Brüder draußen, hat man das mitbekommen. So, aber dieses Buch ist jemand, der ein No-Name ist. Ein No-Name. Also, den keiner kennt. Zweite Sache ist, der das Buch geschrieben hat, wenn man sich das Buch durchliest, und ich habe das Buch gelesen, ist irgend so ein pakistanischer, merkt man, dass das ein Geistesgestörter ist. Ja, er ist geistesgestört, ganz klar. Der gibt sich selber als Propheten aus, ist ein Verrückter. Drittens, es gibt Bücher, die viel, viel, viel gefährlicher sind. Wenn ich jetzt hingehe und ich mache eine Kundgebung gegen diese Person, dann mache ich seinen Schwachsinn nur bekannt. I would like to give answer for this article to Pierre Vogel. Ich würde heute gerne auf den Artikel von Pierre Vogel antworten. He calling me that I'm a mental sick. Der in der Zeitung abgedruckt steht. Er bezeichnet mich dort als geistesgestört. In Darmstädter Echo. Das ist das Darmstädter Echo. First of all, I like to talk to him. He saying that he do not want to even mention my name because I'm nobody. Ich möchte ihm heute eins mit auf den Weg geben. Er erzählt in seinem Video, das ich hier kurz vorangestellt habe, dass ich ein Niemand bin und deswegen möchte er meinen Namen nicht mal in den Mund nehmen. I would like to correct him. Ich würde ihn hier gerne mal korrigieren. Prophet do not comes to become a famous. Ein Prophet erscheint nicht, damit er berühmt wird. They come in this world to deliver the revelation of God to fellow men. Sie kommen hier in die Welt, um die Botschaft Gottes an die Mitmenschen zu überbringen. They do not like to take care themselves what people gonna think, what people gonna believe actually. Sie scheren sich wenig darüber, was die Leute über sie reden oder was sie glauben. This is not the question in prophet life actually. Diese Frage stellt sich nicht im Leben eines Propheten. In their life is the number one thing is, regardless the consequences, to deliver the message the way God asking it. Das Wichtigste im Leben eines Propheten ist, ungeachtet der Konsequenzen, dass die Botschaft Gottes an die Mitmenschen überbracht wird. It means, you did not learn anything from Islam. Das bedeutet, Herr Vogel, Sie haben nichts vom Islam gelernt. That prophet do not come to become well known actually. Ein Prophet erscheint nicht, damit er berühmt wird. Number two. You are talking, I am mental sick because I am calling myself as a prophet. Als zweites sagen Sie in Ihrem Video, dass ich geisteskrank bin, nur weil ich mich selber als Propheten bezeichne. And you saying, while you reading the criminal act of Prophet Muhammad, I am against Muhammad actually. Und Sie haben weiterhin gesagt, dass Sie haben das Buch gelesen und haben herausgefunden, dass ich etwas gegen den Propheten Mohammed habe. Here again, I would like to correct you. Auch hier muss ich Sie korrigieren. Prophet is not against prophet. Ein Prophet geht niemals gegen einen anderen Propheten vor. Every prophet have a different growth actually. Denn jeder Prophet hat ein unterschiedliches geistiges Wachstum. Like a Jesus, when Muhammad came, he denied that he is the son of God actually.
Genauso wie Jesus. Als Mohammed kam, hat er verleugnet, dass Jesus ein Sohn Gottes war. He liked to correct the teaching of Bible actually. Er hat versucht, die Lehre der Bibel zu korrigieren. Same way I met Muhammad in spiritual world actually. Und auf die gleiche Art und Weise habe ich Mohammed in der geistigen Welt getroffen. I met Archangel in spiritual world. Ich habe selbst die Erzengel getroffen. And they said to me that Muhammad brought certain teaching, mixed teaching in the name of God. Und selbst sie sagten, dass Mohammed seine eigenen Gedanken in der Lehre Gottes vermischt hat. And this has to be correct. Und das muss korrigiert werden. We must come to know that any teaching which has been used by the name of God. Wir müssen erkennen, dass jede Lehre, die im Namen Gottes verbreitet wird, sooner or later new prophet gonna correct this teaching actually. Dass nachfolgende Propheten erkennen, was in dieser Lehre zu korrigieren ist, wenn sie nicht richtig übermittelt wurde. 10 years in Mecca, the Arabian and Mecca people was calling him, he's a mental sick man, Muhammad. Die ersten 10 Jahre seines Prophetentums wurde Mohammed von den Arabern in Mekka und Medina als geisteskrank bezeichnet. Same thing happened to him when he came to Medina. Und das gleiche passierte ihm, als er nach Medina kam. You calling me as a mental sick man? They were calling him as a mental sick man. Du bezeichnest ihn bis heute als geisteskrank und die Araber haben damals Mohammed als geisteskrank bezeichnet. What is the difference? Und wo ist jetzt der Unterschied? You are the same man who living 1400, 1500 years ago in the time of Mecca actually. Du bist der gleiche Typ von Mensch, der bereits 1400 Jahre zuvor in Mekka und Medina gelebt hat. Think about that. Denk darüber nach. If I would live in Saudi Arabia or any Arabian country, I am standing here and would correct this teaching of Muhammad. Stell dir vor, wenn ich in einem arabischen Land leben würde, würde ich dann heute hier stehen und versuchen, diese Lehre zu korrigieren? Any man who says or claims that he is a prophet, he get killed in Islamic country. Jeder, der versucht zu erklären, dass er ein Prophet ist, wird in islamischen Ländern dafür mit dem Tode bestraft. And you calling me now mental sick because I'm calling myself prophet? Und du beschimpfst mich heute als geisteskrank, weil ich mich selber als Prophet bezeichne? Let's say you Salafist occupied Germany and you have your Sharia here. Lass uns mal annehmen, du Salafist bevölkerst nun mit deinen Mitgliedern Deutschland. That means you gonna send me in the mental sick? Heißt das, wenn du an die Macht kommst, dass du mich dann in eine Psychiatrie einweisen wirst? It is mean once you take over Islamization in Europe. Das bedeutet aber auch, wenn erst einmal die Islamisierung in Europa voranschreitet, there is no freedom of opinion left here. Dass es hier keine Meinungsfreiheit und keine Redefreiheit mehr geben wird. I came from Islamic country and I am most pleased and happy that I am living in such a beautiful democratic environment. Ich stamme aus einem islamischen Land und bin heute aus dem tiefsten Grunde meines Herzens glücklich, dass ich in so einem Land der Demokratie leben darf, wie in Deutschland. Otherwise I would be killed in any Islamic country. Denn sonst würde ich mit Sicherheit schon umgebracht worden sein in jedem anderen islamischen Land. You born in such a beautiful environment? Und du bist in so einem schönen Land geboren worden? But you wanna bring this country back to the desert actually. Aber du willst dieses Land wieder in eine Wüstenlandschaft verwandeln. So I advise you. Ich gebe dir hier einen guten Rat. Go back in Arabian any country where you love to live, where the absolute Sharia is. Why you don't want to go and live there actually? Ja. Warum gehst du nicht in irgendein arabisches Land, das du so sehr bevorzugst und in den Himmel hebst? Warum willst du hier leben? Why you wanna make a worst nightmare in Germany actually? Warum möchtest du Deutschland in einen Albtraum versetzen? Do you know in any Islamic country where we have a peace? Kannst du mir irgendein islamisches Land nennen, in dem es wirklich Frieden gibt? There is a supreme leader. Dort gibt es Anführer, einen Herrscher. King. Könige. Dictator. Diktatoren. All bombs are day and night are blowing in the air actually. Und Bomben explodieren Tag und Nacht. Yeah. Then go back and live over there.
dann geh doch in dieses wunderbare islamische Land und leb dort. But so long I live, aber solange ich hier lebe, in my watch, I will fight for the freedom and I will never let Islamization in this country actually. Und solange die Uhr meines Lebens tickt, werde ich mich dafür einsetzen, dass hier die Islamisierung in Deutschland nicht stattfinden wird. Last thing. According to your teaching in Quran, if I'm lying in the name of God, then God will take care of me actually. Ich möchte hier noch an eins erinnern. Selbst in deinem heiligen Koran steht geschrieben, wenn ich im Namen Gottes lüge, dann wird Gott sich persönlich meiner annehmen. But if I'm called by God, aber wenn ich tatsächlich von Gott gerufen wurde, God will bring such circumstances, dann wird Gott solche Umstände schaffen, to take care of this Islamization, that it will be not possible in Europe actually. Dass diese Islamisierung in Europa nicht vollzogen wird. Wish you have a nice day. Ich wünsche dir dennoch einen schönen Tag.